Ikisaki wa doko? Achso, da liegt noch ein Gebiet dazwischen. Das will ich jetzt nicht ganz erkunden, nur einmal kurz reingehen. Itzo yatte yaru ka. Aber hier passiert ja nichts. Guck mal, da haben wir tatsächlich noch mal ein anderes Relikt. Als die üblichen Verdächtigen. So, ich vermute, da passiert jetzt noch irgendwas, wenn wir wieder in das Dorf gehen. Nö. Denn die hatten hier auch noch so ein Automaton als Göttin. Können wir nicht einfach so mitnehmen. So genau, hier war die Brücke mit den Fässern. Seltsam. Auch noch alles dieselben Gespräche. Ah, passiert doch noch was. Harry und Reifer können es nicht lassen. しかし旦那も水郷なことをするね。俺に任せて待っててくれればいいものをわざわざついてくるんだからな。Du machst in der Tat ziemlich seltsame Sachen manchmal. Ich hätte ja gesagt, ich würde mich selbst drum kümmern, aber du hast bist ja fest entschlossen, mir zu folgen. なにを言うんだね、レイファー君。 Was du nicht sagst. Ich lege sehr viel Wert auf solche Erfahrungen und aus diesem Grund gebe ich ja auch so viel Geld für diese Expeditionen aus. Etwas zu ernten, ohne etwas dafür zu tun, ist mir zu weltlich. Mein Stolz als Abenteurer stellt sich dem entgegen. Hey, そんなもんかね? オレっちにはわからない世界だぜ. Ach tatsächlich, ich sehe die Dinge etwas anders. ねえねえ、ハリーさん、今の話本当ですか? Hey Harry, stimmt es, was du gesagt hast? Und was? Harry-san,お金を払って冒険してるって. Ich meine, dass du bereit bist, Geld auszugeben. Oh ja. なんたってハリーの旦那と来たら、本当はお宝なんていらないくらい、すげえお金持ちの商人さんなんだからな. Ja, Harry ist ein Geschäftsmann, der so viel Geld hat, dass er eigentlich gar nicht selbst auf Schatzjagd gehen soll. Gehen müsste. Reifer, ich hab dir doch schon so oft gesagt, das ist ein Missverständnis. Aber dennoch hast du jede Menge Geld, oder? Das ist doch das, was zählt. Ich hielt es nicht für besonders erwähnenswert, aber ich bin Harry Olsen und der Geschäftsführer der Harry-Gesellschaft. Okane-mochi de aru nado to iu jijitsu wa
今の僕にとっては些細なことなんだ。もっと大切なものを見つけてしまったからね。Und reich zu sein ist ja nur ein nebensächliches Detail. Für mich jedenfalls. Ich finde andere Dinge viel wichtiger. Ja, es ist ja oft so, wenn man oder Leute, die viel Geld haben, die sagen dann so, ach, Geld ist ja gar nicht so wichtig, andere Dinge sind für sie denn wichtiger. Allerdings, wenn man kein Geld hat, dann ist Geld doch schon recht wichtig. Ich muss dich unbedingt was fragen. Ich will auch reich werden. Wie kann ich das machen? Ah, du bist immer so direkt. Es stört mich nicht, wenn jemand direkt ist. Und es ist doch ein erstrebenswerter Traum für eine junge Dame. Aber zunächst musst du erstmal etwas begreifen. Geld ist nur ein Ergebnis. Es sollte niemals das Ziel als solches sein. Hä, was willst du jetzt damit sagen? Du solltest einfach nicht drüber nachdenken, wie du Geld verdienen kannst. Wenn du hart arbeitest und gute Entscheidungen triffst, dann wird das Geld von ganz alleine zu dir kommen. Hm, Man sollte sich nicht einfach von den eigenen Begierden und vom eigenen Geiz leiten lassen. Lass mich ein Beispiel zitieren. Selbst wenn du ein total begehrenswertes Produkt hast, wenn du dann immer nur diesen einen Gegenstand verkaufst, werden die Leute diesen Gegenstand irgendwann leid sein. Ja, da könnte was dran sein. Sono ten, uchi no mise de wa. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich mit seltenen Produkten aus unterschiedlichen Regionen und dadurch bewahre ich dann das Interesse meiner Kunden. Oh, jetzt verstehe ich's. Das ergibt völlig Sinn. Ja, und wenn man dann erstmal genügend Angestellte hat, dann kann man sich auch an der Spitze des Unternehmens ausruhen. Das stimmt natürlich auch. Ich bin zum Glück durch viele fähige Angestellte gesegnet. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an eine bestimmte Person erinnern, die sich dauernd darüber beklagt hat, dass der Besitzer der Firma nur so seltsamen Kram angeschleppt hat. Nein, das ist einfach nur eine ehrenwerte Leidenschaft von mir für neue Erfahrungen und für Veränderungen. So,
お客さんの求めてる商品を置くスペースがないって話も聞いたわね。Ja, aber da fällt mir ein, dass diese bestimmte Person auch noch sagte, dass gar kein Platz mehr da wäre, um normale Produkte einzulagern, die die Kunden dringend haben wollen, weil alles vollgestopft ist mit diesem Müll. お客のニーズをつかむのは商売の基礎だと思うんだけど、お店の店員がやっぱり優秀だったのかしらね。Und es ist so wichtig, auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Was für ein guter Angestellter das doch war. Ich muss mich jetzt auch erstmal entschuldigen. Denn mir ist gerade eingefallen, ich habe noch wichtige geschäftliche Verpflichtungen, um die ich mich ganz dringend kümmern muss. Wir unterhalten uns dann später weiter. Entschuldige mich bitte. Meisterin, stimmte das alles, was du gesagt hast? Natürlich stimmt das. Er selbst wäre doch überhaupt nicht in der Lage, ein Geschäft zu führen. Er hat einfach nur Glück gehabt und gute Angestellte gefunden. Aber ich will das jetzt gar nicht gegen ihn verwenden. Er ist doch ein netter Typ und zumindest das möchte ich ihm doch zugestehen. Ja, das stimmt. Und auch das könnte eigentlich ein fantastisches Talent sein. Na, kommen wir nicht ran. Ich hätte ihn ja sonst mitgenommen, den Automaton. Also ich natürlich nicht, Shelly hätte ihn mitgenommen, rein aus Geldgier. Oh ja, konnichiwa. So, Harry, was hattest du überhaupt noch für Sachen da? Oh, Bücher! Ich hätte schon eher wieder herkommen sollen. Und wir haben auch richtig Kohle. Also Kohl. Das nehmen wir auch mit, das ist... Wird oft als Zutat nachgefragt und ich... Ich hab's bisher nur als Rare Item in irgendwelchen Gebieten gefunden. Der ist auch selten. Ancient Map musste ich jetzt mal ausgeben, um irgendwas herzustellen. Kaufen wir alles nach. Der war auch super. Den weiß ich jetzt nicht, aber der hat oben drei freie Felder, den nehme ich auch mal mit. Also wo Harry die Sachen herkommt, der ist wirklich gute Sachen für seine Kunden. Auch das ist eigentlich gut, aber ich habe jetzt 24 davon, aber nichts extra. Gut. Dann... Ich glaube, von da hinten kamen wir, ne? Von der Mountainside. Gingst du nicht irgendwo runter, ne? Da. Nur mal eben sicher gehen, dass ich von der Mountainside kam. Ja. So, dann nehme ich den Ausgang, der mich wahrscheinlich nur zur Weltkarte führt, aber bin ich sicher, dass ich alles hier erkundet habe. Und es geht hier nicht weiter. Noch nicht wahrscheinlich. Hier ist ja noch Platz. Super, dann würde ich sagen, wir haben jetzt so lange hier... waren wir hier unterwegs auf Expedition. Jetzt müssen wir unbedingt mal nach Stella zurück. 5 Quests abgeben und vielleicht sind ja auch noch andere Dinge passiert. Ein bisschen schneller bitte.
分かったかも。なんとなく分かった。Wow, das wird wieder dauern, bis ich das alles gebastelt habe. Gut, wir haben tatsächlich da ein Gespräch. Dann machen wir das auch zuerst. Stellar Plaza. Achso, genau, klar, den Automaten zu L bringen. Hui, Haru. Antano Skina Automata. Mata Mitsuke Tayo. Hi Elle, wir haben wieder dein Lieblingsspielzeug gefunden, einen Automaton. Ah, sumanai ne. Kimi tachi no okage de hontou ni shiawase da na. Wow, gute Arbeit. Danke euch beiden. Ich bin wirklich ein glücklicher Mann. Demo sa, mou ikutsu mo atsumatteru hazu de shou? Sonna ni takusan atsumete dou suru no? Aber sag mal, wie lange willst du die überhaupt noch weiter sammeln? Was willst du mit den ganzen überhaupt machen? Kore kurai ja mada mada tarinai sa. Boku no yume o jitsugen suru tame ni wa ne. Ich habe noch längst nicht genug, um meinen Traum zu verwirklichen. Hyotoshite automata no omise demo tsukuru ki nano? Was für einen Traum, willst du jetzt einen Automatonladen eröffnen oder was? Chigau yo. Mattaku nani itteru nda yo Shari? Natürlich nicht. Wie kannst du es nur so... Wie kannst du nur so etwas sagen, Shelly? Shelly-san! Ima no wa mattaku motte gokai desu kara ne? Shelly, damit du es weißt, das war jetzt ein reines Missverständnis, okay? Hui. Boku wa tada automata no kouzou ya tsukurareta ito o shiraberu koto de yori ookina meidai o tassei shiyou to shiteru dake nanda. Ich untersuche lediglich die Bauweise und die Funktionen von diesen Automatons, damit ich eine grundlegende These abschließen kann. Also ist ja so eine Art Forscher. Also er will wahrscheinlich irgendwie einen... Ja, so eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben über Automatons. Und dazu will er genau wissen, wie die funktionieren und was die können. Und es betrübt mich ein wenig, dass ihr denkt, ich interessiere mich nur für ihre Äußerlichkeiten. Okay, hab's verstanden. Tut mir leid, El. Ja, wakatte kureleba ii nda yo. Kein Problem, solange du es jetzt verstanden hast. Ja, moshi otoko no hito toka doubutsu toka henna katachi no automata o mitsuketara, sore mo iru? Also, wenn wir denn mal einen Automaton finden, der einen Mann darstellt oder ein Tier oder irgendwas ganz seltsames, willst du ihn denn haben? いるよ! Ah, demo, soyu no wa muri ni motte konakute ii yo! Taihen darou kara, ne? Nun, ja, will ich, also ich würde ihn nehmen. Aber ihr müsst jetzt nicht extra danach suchen, ist bestimmt schwierige Arbeit. So da, kore ore da yo! Mata automata o mitsuketara. Aber hier ist erstmal eure Belohnung. Wenn ihr einen anderen Automaton findet, bringt ihn bitte her. Ah, schon 3000 Kohl. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde. Auch diese 20.000 für Cutler habe ich ja schon längst wieder reingearbeitet. Nun gut, dann würde ich sagen, geben wir die Quest nochmal eben ab. Also die Requests. Oh. Yes. Yes, yes. 61 Slacks haben wir umgelegt. Yes.
よしよし。よし。よしよし。そう。よし。Das reichte noch nicht mal als Request. どうします? So, wie sieht's denn hier aus? このような変化が起こっていると報告を受けています。調査の際に参考としてください。Nur noch wenige Monster da im östlichen Kontinent. Ja, kein Wunder, wir haben die auch alle umgelegt. Und dementsprechend hat auch Katla jetzt weniger Waren in ihrem Laden. Ich laden höre gerade die Läden nochmal eben ab. Ob da noch was Neues ist, wahrscheinlich nicht. Die nehme ich doch nochmal, weil ich die für irgendeinen Gegenstand brauche. Oh, und Timeflower ist da. ありがとうございます。Sonst brauche ich nichts. So, Katla. Muss weniger Waren. Aber trotzdem was Neues. Mal zu Escher. Es ist nicht viel wieder neu reingekommen. Dann noch mal zu Rosmia. Gut, dann würde ich sagen, wir haben's. Ich guck gerade noch mal eben, was wir noch für Queste haben. Genau, da weiß ich immer noch nicht, wo sind diese komischen Drachen. Hier noch ein paar Sachen basteln und so weiter. Okay, das mache ich dann in Ruhe mal, ohne euch. Ein paar Nebenaufgaben erledigen. Und dann entweder machen wir dann gemeinsam das Kapitel zu Ende oder es gibt noch irgendwelche Events, wo wir uns dann wiedersehen. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.